Hallo und herzlich willkommen zur Informationsveranstaltung für die Eltern der Viertklässler. Wir freuen uns, dass wir jetzt die Schulart Gymnasium vorstellen können. In Singen gibt es zwei Gymnasien, das Friedrich-Wöder-Gymnasium und das Hegau-Gymnasium. Mein Name ist Kerstin Schuld, ich bin Schulleiterin am Hegau-Gymnasium und ich habe natürlich auch die Frau Beck mitgebracht. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Eltern. Wie gesagt, Frau Schuld hat es gesagt, mein Name ist Sabine Beck, ich bin die Schulleiterin vom Friedrich-Wöhler-Gymnasium. Beide Schulen sehen Sie hier. Ja, Sie könnten vielleicht nicht unterschiedlicher sein, der schöne Altbau in der Stadt, das Hegau-Gymnasium und das Friedrich-Wöhler-Gymnasium, fast 50 Jahre alt. Am Aachufer gelegen, so mitten auf der grünen Wiese. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Genau. Ja, was bedeutet allgemeinbildendes Gymnasium? Wir sind eine Schulart, die es schon sehr lange gibt. Wir haben natürlich damit auch eine lange Tradition, aber auch in einem Gymnasium und an dieser Schulart ändert sich viel. Auch hier gibt es Innovationen. Wir stehen für Weltoffenheit, wir sind Partnerschulen für Europa, wir haben viele Austauschpartner, auch in der Welt, und wir bieten ein vielfältiges und breites Bildungsangebot. Bei uns geht es natürlich um individuelle Förderung, aber auch um die Gemeinschaft in der Schule. Das Gymnasium ist eine Schulart, die durchaus leistungsorientiert ist. Wir streben für unsere Schülerinnen und Schüler die Studierfähigkeit an. Es soll dann zu einer qualifizierten Berufsausbildung, zu einem Studium führen. Und da bereiten wir die Schülerinnen und Schüler entsprechend darauf vor. Ja, das heißt, wir fördern Ihre Kinder, wir packen Ihren Rucksack voll mit viel allgemeiner Bildung. Und ja, was heißt das, diese allgemeine Bildung? Allgemeine Bildung ist geprägt vom Prinzip der Fachlichkeit. Frau Schuld hat es auch angesprochen. Also da gibt es ganz viel Traditionelles, ganz klassische Fächer, so wie man sie nachher auch studieren kann. Aber wie gesagt, im Laufe der Zeit sind natürlich auch neue Fächer in den Kanon aufgenommen worden. Vielleicht exemplarisch zu nennen sind hier Medienbildung oder Naturwissenschaft und Technik sind so die neueren Fächer. Aber ganz wichtig ist am allgemeinbildenden Gymnasium, dass wirklich immer diese Fächer einzeln unterrichtet werden. Damit ist natürlich auch in gewisser Weise eine individuelle Förderung möglich, weil es verschiedene Wahlmöglichkeiten gibt an bestimmten Stellen. Das zeigen wir Ihnen nachher auch genauer. Also man kann als Schülerin am allgemeinbildenden Gymnasium ganz individuell auch seinen Fächerkanon zusammenstellen. Und das ja, vielleicht auch zweite Standbein ist natürlich, wie in jeder anderen Schule auch, die soziale Förderung. Die Schule ist immer so der Zwischenschritt für die Kinder zwischen Familie und nachher dann auch dem Leben in der Gesellschaft. Und da bereiten wir natürlich darauf vor, denn Kinder müssen für Gesellschaft vorbereitet werden und dazu gehört natürlich soziales Lernen in Klassengemeinschaft, in Arbeitsgemeinschaften, in der SMV oder auch einfach durch außerunterrichtliche Veranstaltungen, aber natürlich auch durch den Unterricht selbst. Wir fordern Ihre Kinder selbstverständlich auch und Sie haben das auch von den anderen Schularten schon gehört. Selbstverständlich vertrauen wir darauf, dass die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium motiviert sind, dass sie bereit sind, selbstständig zu lernen, dass sie auch fleißig sind, Interesse haben an ganz vielfältigen Dingen und eben lernbereit. Das heißt nicht, dass wenn die Kinder zu uns kommen, sie das schon alles irgendwie können, sondern es geht tatsächlich darum, dass sie die Bereitschaft haben zu lernen, dass sie auch aus Fehlern lernen, dass sie Interesse haben und dann wird sich auch der Erfolg einstellen. Dann macht das Ganze auch Spaß in diesen vielen Angeboten und in diesen vielen Fächern. Und wenn es Spaß macht, dann motiviert das. Und das führt wiederum zu guter Leistung. Und darüber freuen sich dann alle. Das heißt, wenn die Grundlagen da sind, tatsächlich sich auf die Vielfalt einzulassen, sich
selbst auch zu motivieren, zu lernen, dann kann das gut klappen mit dem Schulweg am Gymnasium. Ja, das klare Ziel des Gymnasiums ist, alle Schüler zum Abitur zu führen. Und der Fächer, der Aufbau, die Struktur des Gymnasiums ist eigentlich an allen Gymnasien in Baden-Württemberg gleich. Man beginnt in Klasse 5 mit den Kernfächern Mathematik, Deutsch und erster Fremdsprache. Ab Klasse 6 kommt dann die zweite Fremdsprache dazu. In Klasse 8 wird dann das Profilfach gewählt und in Klasse 11 bzw. 12, das ist so ein Päckchen zusammen, wirklich die Abiturphase letztendlich. Dort wird dann im Kurssystem unterrichtet. Da können in verschiedenen Leistungsfächern und Basisfächern dann Schwerpunkte und gebildet werden und auch, sage ich mal, vielleicht Fächer, in denen man nicht so gut ist, können dann als Basisfach so ein bisschen in der Wertigkeit dann gesenkt werden. Frau Beck hat es schon vorgestellt, es gibt am Gymnasium immer wieder Wahlmöglichkeiten, die auch das individuelle Potenzial des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin fördern können. Und diese Sprachenfolge und die Profile, die wir in Singen anbieten, werden wir Ihnen jetzt vorstellen. Die erste Folie, die Sie sehen, betrifft das Hegau-Gymnasium. Die erste Fremdsprache ist Englisch. Wir nehmen die Kenntnisse aus dem Grundschulenglisch auf, vertiefen sie, knüpfen daran an und führen das fort. Das Hegau-Gymnasium hat einen Musikzug. Es ist schon möglich, ab der 5. Klasse verstärkten Musikunterricht zu belegen. Das bedeutet, dass die Kinder eine Stunde mehr Musikunterricht in der Woche haben als die anderen, die im Normalzug sind. Das sind vor allem die Musikbegeisterten, die vielleicht schon ein Instrument lernen oder die singen und die Spaß daran haben, gemeinschaftlich zu musizieren. Wir fördern das natürlich auch mit den entsprechenden AGs. Ab der 6. Klasse beginnt dann eine echte Wahl. Die zweite Fremdsprache muss belegt werden. Die gehört zum Gymnasium dazu. Wir bieten zur Wahl an Französisch und Latein und unterscheiden dann noch einmal in Französisch zwei unterschiedliche Züge. Das Hegau-Gymnasium ist schon seit über 50 Jahren eine bilinguale Schule. Das bedeutet, bei uns wird Französisch, wenn man es denn wählen möchte, bilingual unterrichtet. Zunächst ist das am Anfang ab Klasse 6 verstärkter Französischunterricht. Im Laufe der Schuljahre kommen dann Sachfächer dazu, die zunehmend auf Französisch unterrichtet werden. Beispielsweise ab Klasse 7 Geografie, später dann auch Gemeinschaftskunde und Geschichte. Ziel dieses besonderen Zuges ist es, das französische Abitur gleichzeitig mit dem deutschen Abitur zu erwerben. Das ist das Baccalauréat. Wir haben da eine sehr lange Tradition und sind sehr engagiert in diesem Bereich. Wer nicht Französisch wählt, der kann natürlich Latein belegen. Ab der 8. Klasse, Sie haben es eben gesehen, kommt ein fünftes Hauptfach dazu. Wir nennen es das Profilfach. Und in Singen haben wir an den Gymnasien gleich 4 Wahlmöglichkeiten. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob man vorher Französisch gewählt hat oder Französisch bilingual oder Latein. Wieder stehen alle Möglichkeiten offen. Für die Sprachbegabten und Begeisterten bieten wir eine dritte Fremdsprache an. Am Hegau-Gymnasium ist das Spanisch. Für diejenigen, die kleinen Naturwissenschaftler sind und dort ihren Schwerpunkt setzen möchten, gibt es das Fach Naturwissenschaft und Technik. Wir kürzen es ab mit NWT. Ein ganz neues Fach, das erst seit 2 oder 3 Jahren tatsächlich eingeführt ist, ist das Fach IMP. Das steht für Informatik, Mathematik, Physik. Sie merken schon an der Betonung auch der Informatik, dass hier jetzt eine ganz neue Welt eröffnet wird für die Schülerinnen und Schüler, die sich eben mit den Hintergründen beschäftigen, mit dem Programmieren, mit der Mathematik, die dahinter steckt und auch mit einem Schwerpunkt in Physik. Am Hegau-Gymnasium haben wir dann noch ein 4. Profilfach, das gewählt werden kann, das ist Musik.
Musik wird dann zum Hauptfach und zählt entsprechend genauso wie die anderen bisher unterrichteten Hauptfächer. Das Schöne ist, es fällt ja auch gar kein anderes Hauptfach weg. Also Mathe, Deutsch und die beiden Fremdsprachen bleiben selbstverständlich Hauptfächer. Am Friedrich-Wöhler-Gymnasium sieht das Ganze gar nicht so viel anders aus, aber es hat doch so ein paar Nuancen, die ja anders gestaltet sind. Also das Friedrich-Wöhler-Gymnasium beginnt auch mit der ersten Fremdsprache Englisch. Und was Frau Schuld für das Fach Französisch am Hegau-Gymnasium ausgeführt hat, das gibt es bei uns am Friedrich-Wöhler-Gymnasium schon in der fünften Klasse, und zwar für das Fach Englisch, und zwar eine bilinguale Abteilung. Das heißt, man hat in Klasse 5 und 6 in dem Fall schon einen erweiterten Englischunterricht, der dann auch in eine Fachlichkeit ab Klasse 7 mündet. Es beginnt auch mit Geografie in Klasse 7, dann, dass dann bilingual Englisch unterrichtet wird. Genau, eine kleine Besonderheit gibt es am Friedrich-Wöhler-Gymnasium, das ist unsere Orchesterklasse. Also von den in der Regel 6 Klassen, die wir bilden in der 5. Klasse, gibt es eine Orchesterklasse. Dafür können sich die Kinder bewerben, die bereits ein Orchesterinstrument spielen und also da zumindest schon ein bisschen Unterricht hatten. Und hier ist der Musikunterricht also nicht mehr als in den Regelklassen, sage ich jetzt einfach mal, sondern er ist einfach doppelt besetzt mit 2 Musiklehrern, die dann die Klasse so weit bringen, dass die gemeinsam Orchestermusik machen, gemeinsam musizieren. Die erste, so wie gesagt, richtige Wahl gibt es bei uns auch dann in der Klasse 6, also mit der 2. Fremdsprache, auch hier Französisch-Latein. Also Sie sehen die Unterschiede gar nicht so groß. Und jetzt, wenn wir genauer schauen, dann in Klasse 8, die Profilwahl ist dann, da gibt es dann ein paar kleinere Unterschiede. Auch am Friedrich-Wöhler-Gymnasium gibt es eine 3. Fremdsprache, die ist bei uns Italienisch. Dann Naturwissenschaft und Technik und Informatik, Mathematik, Physik. Diese beiden Profile bieten wir ebenfalls an. Und als 4. Wahlmöglichkeit gibt es das Fach Sport, das dann als Kernfach unterrichtet wird. Unser Ziel ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler das Abitur erwerben. Aber auf dem Weg dorthin erwerben Sie tatsächlich immer mit der Versetzung in eine nächste Klasse auch andere Schulabschlüsse. Wenn die Schülerinnen und Schüler die Klasse 9 bestehen, also versetzt werden in die Klasse 10, dann haben Sie den Hauptschulabschluss. Wenn Sie die Klasse 10 erfolgreich abschließen und in die Kursstufe versetzt werden, dann haben Sie automatisch die mittlere Reife. Es werden dafür keine Prüfungen durchgeführt, aber es muss natürlich ein Versetzungszeugnis am Gymnasium sein. Und dann in Klasse 12 erwerben Sie das Abitur. Nachdem Sie in Klasse 11 und 12 in der Kursstufe darauf vorbereitet wurden und auch schon Punkte dafür gesammelt haben, die dann einen Abiturschnitt ergeben. Wir sind beide in Gymnasien, sind G8-Gymnasien in Singen. Das bedeutet, wir führen die Kinder in 8 Jahren zum Abitur. Ja, wir hatten es auch schon am Anfang erwähnt. Gymnasium bedeutet nicht nur Büffeln in den Fächern, Sprachen lernen, Naturwissenschaften lernen, sondern eben auch soziales Lernen. Und hier sind beide Gymnasien in Singen breit aufgestellt, weil Werteerziehung uns ein wichtiges Anliegen ist. Und das lernt man eben im sozialen Miteinander. Man lernt Rücksicht aufeinander nehmen, man lernt Werte wie Toleranz leben. Und letztendlich gehört das alles auch, sage ich mal, überschrieben so mit einem großen Wort, Demokratiebildung. Und wenn Sie sehen, was da so alles angeboten wird von Paten für die 5. Klassen, Schulsanitäter, Sozialpraktikum, Klassenrat, Berufsorientierung, Klassenteamfindung, Streitschlichter, dann
sieht man schon, wo das hinläuft. Es läuft auf ein Miteinander hinaus, das unsere Schülerinnen und Schüler fähig macht, in der Gesellschaft später zu bestehen, sich positiv in die Gesellschaft einzubringen. Und das ist uns ein großes weiteres Anliegen neben dem Erwerb des Abiturs, das muss man dazu sagen. Beide Gymnasien in Singen sind offene Ganztagesschulen. Offen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler dafür angemeldet werden können. Wir sind nicht komplett durchrhythmisiert, aber bieten eben vor allem nachmittags dann besondere Angebote in unseren Ganztagesbereichen. Beide Gymnasien haben eine Mensa, Cafeteria, wo man auch Mittag essen kann. Wir haben für dieses Ganztagsangebot auch Räume zur Verfügung. In beiden Gymnasien gibt es eine Bibliothek. Wir nennen sie mittlerweile auch Mediotheken, mit Bibliothekarinnen, die dort beschäftigt sind. Wir haben eine Lernwerkstatt, Computerraum, Bewegungsraum, Musikräume, Aufenthaltsräume, um diese Angebote auch tatsächlich verwirklichen zu können in unserem Schulhaus. Ja, und was findet dort statt? Dort findet statt zum Beispiel die Hausaufgabenbetreuung an 4 Wochentagen, die organisiert wird durch Lehrer und Schülermentoren. Es gibt Schülermentoring, das heißt, ältere Schüler helfen jüngeren Schülern bei bestimmten Lernstoffen punktuell, also wenn jetzt Schüler zum Beispiel länger krank war, in Mathe nicht mehr so richtig mitkommen, dann kann man tatsächlich da ein Team bilden, ein älterer Schüler und eben der jüngere Schüler, der ältere hilft dann dem Jüngeren. Dann gibt es sehr viele Angebote, die auch mit Kooperationspartnern zusammen stattfinden, von darstellendem Spiel, Theater, Hip-Hop, Zirkus, Selbstbehauptung, Tastaturkurse, Karate. Das Angebot ist immer sehr reichlich und einiges von diesen Angeboten mündet dann auch in den weiterführenden AGs, also vor allem, wenn auch im Musikbereich schon was stattfindet oder Zirkus-AG zum Beispiel, dort sind die Schüler oft in der 5. und 6. und bleiben bis zur 12. Klasse. Also von daher ein ganz reichhaltiges Angebot, das so im Ganztagesbereich einfach die Basis hat. Wir haben eine Bibliothek, Mediothek an beiden Schulen. Betreut wird sie von einer Bibliothekarin, auch von Schülermentoren und Freiwilligen des sozialen Jahres, sind den Vormittag über bis in den Nachmittag hinein geöffnet. Man kann auch über das Internet recherchieren, es gibt einen Online-Katalog. Neben Büchern kann man CDs ausleihen, aber auch DVDs. Wir sind über die Stadtbibliothek angeschlossen an die Onleihe, das heißt, man kann auch E-Books ausleihen und, falls man das nicht hat, auch einen E-Book-Reader. Es gibt dort einen Computerraum, in dem man dann auch recherchieren kann, in dem Projekte stattfinden. Und wir bieten immer auch die Begegnung mit Autoren an im Rahmen von Autorenlesungen und nutzen auch diese Räume für andere Veranstaltungen. Ja, und wer sich jetzt noch ganz genau informieren möchte, der darf gerne unsere Homepages nutzen. Die sehen Sie hier angegeben. Dort gibt es noch eine Fülle von Informationen, wo genau welcher Austausch hingeht, wer die Partnerschulen sind, Kooperationspartner etc. Das können Sie sich dort alles dann noch genauer anschauen. Auch wir haben Tage der offenen Tür geplant. Wir wünschen uns, sie durchführen zu können. Wir rechnen aber auch damit, dass wir noch ein anderes Angebot tatsächlich erfinden müssen, um Sie gut zu informieren. Trotzdem möchten wir Sie herzlich einladen, unsere Schulen kennenzulernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie tatsächlich begrüßen könnten an den Schulen. Das Friedrich-Würder-Gymnasium hat den Tag der offenen Tür geplant für den 26. Februar. Das ist die Woche nach den Fasnachtsferien. Und am Hegau-Gymnasium soll er eine Woche später stattfinden, am 5. März, jeweils Freitagnachmittag von 14 bis 17 Uhr. Gerne informieren wir Sie, wenn wir andere Angebote, alternative Angebote möglicherweise ins Internet stellen und werden dann auch über die Grundschulen entsprechende Informationen zukommen lassen. In dem Fall danken wir für Ihre Aufmerksamkeit und Sie können, also jede Grundschule kann auch gerne noch Flyer mitnehmen, die Sie dann für die Eltern bereithalten können. Danke.